So Leute, willkommen bei meinem Replay von League of Legends. In diesem Let's Play möchte ich die verschiedenen Champions von League of Legends euch vorstellen, wie ich sie spiele, mit welchen Meisterschaften, mit welchen Runen. Die Uploads dieses Projekts werden sehr unregelmäßig vorgenommen, also beschwert euch nicht. Was ich aber hoffe, was ihr tut, ist, und zwar könnt ihr mir unten in den Kommentaren immer wieder schreiben, wenn ich einen Champion gespielt habe, wie man ihn besser spielen könnte, ob euch das Video gefallen hat. Und ansonsten viel Spaß jetzt mit den Meisterschaften und Runen und danach mit dem Replay. Dies sind die Meisterschaften, die ich in diesem Spiel verwende. Hier seht ihr die Runen, die ich in diesem Spiel verwende. Und damit sind wir im nächsten Replay. Wir spielen heute Ahri in unserem Team. Chief Killich mit Pantheon, Sombelcher mit Herzucher Vayne, The Brutal Hunter mit iBlitzcrank und Driftler mit Goldener Alistar. Im Gegnerteam haben wir Kassadin, Vi, Caitlyn, Teemo und Warwick. Bevor das jetzt hier direkt losgeht und so, mache ich mal kurz Pause. Dann wollen wir mal weitermachen. Ich musste nämlich gerade noch meine Kaffeemaschine, etwas leiser drehen. So, wir spielen Ahri, ein sehr, sehr kurzes Spiel, wie ihr seht, 20 Minuten. Es kommt als nächstes wieder ein längeres. Keine Angst. Gucken wir doch erstmal bei diesem Spiel, was kann Ahri? Übrigens hier, ja. Dorans und Heiltränke. Ihr seht, mittlerweile der neue Patch dürfte schon lange draußen sein. Wahrscheinlich schon wieder der nächste Patch draußen, bis dieses Replay offen ist. Aber das weiß keiner. Das weiß keiner. Gut, was kann Ahri? Aris Passive ist Hands Deep. Dabei ist es so, dass das eine Passive ist, die aufgeladen werden muss. Und zwar, wenn ein Zauber einen Gegner trifft, maximal 3 Ladungen pro Zauber, kommt da halt so eine Ladung drauf. Maximal 3 Ladungen pro Zauber, das heißt, ihr könnt mit einem Zauber, wenn ihr 3 Gegner trifft, kriegt ihr 3 Ladungen. Oder wenn ihr dreimal denselben trifft, kriegt ihr auch 3 Ladungen, maximal 3. So, wenn ihr mit 9 Zaubern getroffen habt, ja, macht der 10. 35% Spellvamp. Extremst cool. Ist halt noch ein Live-Rack mit auf der Lane, sage ich jetzt mal. Also Live-Rack in Anführungsstrichen. Ist halt da. Ist ganz cool. Ist ganz nett. Übrigens, Ahri, eine der wohl heißesten Champions in League of Legends. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt mir in die Kommentare rum. Ich glaube nämlich nicht dran, dass jemand anderer Meinung sein kann. Naja. Kommen wir zum Q. Kugel der Täuschung. Das ist mein erster Skill und das ist auch der Skill, den ich als erstes durchskille, weil der wirklich böse ist. Dabei ist es so, dass ihr halt so eine Kugel nach vorne werft und die kommt dann zurück. Die Kugel, die Ahri da in der Hand hat. So, beim nach vorne werfen ist es so, dass ihr halt 50, also bisher 50 magischen Schaden macht und wenn das Ding zurückkommt, macht ihr 50 absoluten Schaden. Das ist böse. Ich sage euch Leute, das ist böse. Die Kuh macht so einen unglaublichen Damage, wenn ihr es richtig anstellt. Das ist nicht feierlich. Gut. Auf Stufe 2 habe ich den Charm geskillt. Das ist auch der Skill, den ich als zweites durchskille. Das Herzchen bezaubern. Dabei ist es so, dass ihr halt so ein Skillshot nach vorne ballert. Und das macht halt schon relativ guten magischen Schaden. Und das bezaubert den Gegner. Das bedeutet, der Gegner wird für ein paar Sekunden lang, also am Anfang ist es eine, nachher ist es ein bisschen mehr, auf euch zutrotten. Also wehrlos auf euch zutorkeln. Im Sinne von, er wird einfach nur strack auf euch zulaufen und lauf, und wird dann bei euch sein. So. Gut. Ansonsten kommt dann der W. Das ist der Skill, den ich als letztes durchskille und auf Stufe 3 einmal skille, logischerweise, wie immer. Fuchsfeuer. Da, komm schon, Fuchsfeuer. Dabei ist es so, dass ihr halt so 3 kleine Fuchsfeuer um euch herum kriegt. Wer nicht weiß, was ein Fuchsfeuer ist, fangt das an zu googeln. Ja, weil das ist eine Bildungslücke. Und dann ist es so, dass sie halt, die suchen sich einen Gegner und greifen diesen an.
Gegner, die Champions sind, werden natürlich bevorzugt. Aber ja, übrigens sterbe ich jetzt. Weil der Coup hier daneben ging. Oh boy. Das war A knapp und B doof. Ich mag den Kill selber haben. Ich kriege am Anfang keine Kills. Ahri braucht übrigens Kills. Ja. Ahri ist ein Champion, die wirklich. Sie macht krassen Damage. Aber sie macht eigentlich nur Damage. Ach du Schande, wie viele Züge kommen denn heute? Sie macht eigentlich nur Damage, wenn sie auch ein paar Items hat. Und da ist es halt sehr gefährlich, wenn ihr da keine Items habt. Aber bleiben wir bei dem W, bei Fuchsfeuer, nachdem ich mich kurz gemutet habe, um den Zug abzupassen. Vor allem, wie riesig diese Züge auch sind und wie lange sie da bleiben. Herrgott nochmal. Gut, es ist so, dass sie halt einen Gegen-Champion angreifen und dann oder halt Monster angreifen. Und dabei machen sie halt ein bisschen Damage, nicht viel, aber ein bisschen. Und wenn ein Champion zweimal vom Fuchsfeuer getroffen wird, macht jedes weitere nur 50% Schaden. Ist, wie ich finde, ein netter Skill, vor allem zum Escapen, um halt noch ein bisschen Harass rauszuhauen. Aber alles in allem, Leute, nee, es ist kein Skill, den man als zweites durchskillt. Viele Leute tun dies, ich find's doof. War jetzt genauso doof. Da habe ich den Kill nicht mehr gekriegt, weil der Blitzkönig zugehauen hat. Doof. 012 Ari, das ist doch zum Kotzen. Sowas ist scheiße. Also ihr braucht am Anfang die Kills. Ihr müsst möglichst schnell auf eure Rabadons kommen. Ansonsten macht ihr mit Ari am Ende keinen Damage. Es ist traurig, aber wahr. Gut, wir sind Stufe 5, kurz vor Stufe 6, deswegen kann ich euch jetzt schon mal die Ulti erklären. Geisterhast. Dabei ist es so, dass Ahri halt nach vorne springt und so ein bisschen Damage an bis zu drei Gegnern verursacht. Das sind 100 magische Damage, das ist nicht so schlecht. Und das Ganze hat eine Abklingzeit von normalerweise, also die ganze Ulti hat eine Abklingzeit von 105 Sekunden. Dabei ist es aber so, dass ihr den Vorteil genießt. Ihr könnt das Ganze nochmal aktivieren. Wenn ihr das Ganze dann nochmal aktiviert, habt ihr den riesig geilen Vorteil. Ihr könnt innerhalb von einer Sekunde dreimal könnt ihr das Ding immer wieder aktivieren. Und dieses dreimal aktivieren ist halt unglaublich krass. Endlich. Endlich. Ich werde hier schwer gebabysittet, gebe ich zu. Das liegt aber dran, weil Kassadin echt ein mieser Gegner ist. Und der halt immer wieder versucht, aggressiv auf mich loszugehen, aber es irgendwie nicht hinkriegt. Naja. Und das ist halt ganz, ganz cool, dass ihr es halt binnen 10 Sekunden halt dreimal aktivieren könnt. Das heißt, ihr könnt wirklich so flip, 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 wer es nicht gesehen hat, ein paar Sekunden nach vorne spulen, nach hinten spulen, nach hinten spulen, nicht nach vorne, nach hinten spulen. Da könnt ihr es sehen, da habe ich es nämlich gerade aktiviert, als der Gank kam. Und das ist eben der Grund, damit könnt ihr auch über so kleine Wände wie zum Beispiel hier. Hier könnt ihr so drüber springen, da nicht, aber hier wieder und so weiter und so fort. Das ist also auch ein ziemlich guter Escape-Skill. Zusätzlich dazu, dass er halt extrem viel Damage auch drückt. Hallo Warwick. Warwick geht auf die Top Lane. Und Pantheon hat echt wenig Leben. Krass. Aber kommt nicht runter.
Ich dachte, er wäre noch hier irgendwo. Aber ist nirgends, also kann ich jetzt getrost weggehen. Der Alistair war übrigens, wer es unten auf der Minimap gesehen hat, so nett und war in der Zeit mal kurz in der Mitte und hat den Ward in diesem Busch geklärt, während der Kassadin dann dort genau an derselben Stelle wieder einen Ward hingestellt hat. Was ich nicht ganz verstanden habe. Kassadin kommt jetzt runter. Wurde angekündigt. Und ich mache jetzt hier den Ward kaputt. Gold Vorsprung, 2500 etwa. Und da haben sie den Gang von Kassadin gut abwehren können. Ich sag euch Leute, Wards in der Mitte sind so wichtig. Teilweise. Kommt auf an, was für einen Gegner ihr habt. Wenn ihr zum Beispiel einen hier so einen Kassadin habt, ist es auf jeden Fall wichtig. Weil Kassadins gehen echt gerne roamen. Und selbst ohne Wards ist es immer praktisch. Einfach aus dem Grund heraus, dass ihr halt wirklich immer wieder aufpassen könnt. Und genauso ist es wichtig, im Team immer zusammenzuspielen. Und dann wirklich zu schauen, dass man sich gegenseitig das SS sagt und auch miteinander redet, Leute. Ich habe es in letzter Zeit so oft gemerkt, dass wir zusammen im TS waren und die Leute einfach nicht geredet haben. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Kassadin ist nicht in der Mitte. Das heißt, ich versuche noch hier ein bisschen zu farmen und Tower 1 mitzugeben. Robic hat's mit dem Blue Buff verkackt. Fällt mir gerade auf. Kassadin stand gerade am Blue Buff. Hat er einen Blue Buff? Kassadin sieht man das so schlecht. Ja, er hat einen Blue Buff. Ja, Kassadin hat einen Blue Buff. Ich nicht mehr. Ich mag den Blue Buff von dem Kassadin haben. Ari ist eine Mana-Schleuder übrigens. Aber es gibt halt viele Leute, die sich auf Ari auch die Träne holen, wo ich dann einfach nur kalte Kotzen kriege. Weil die Träne auf Ari halt... Euch bringt der Stab der Zeitalter auf Ari fast gar nichts. Generell habt ihr bei Ari keine große Auswahl von euren Skills an sich und von euren Items an sich. Ihr habt zwar die Wahl, ob ihr jetzt W oder E zuerst maxt, ja, aber ihr habt auf keinen Fall die Wahl, was viele Leute einfach vergessen, ja, diese Items-Builds. Ich sehe so viele Aris mit so vielen verkackten Item-Builds. Normalerweise gebe ich bei Ari ja immer so ein paar Tipps, so das kann man machen, das kann man machen. Bei Ari, bei meinen Champions gebe ich halt immer so Tipps, so man kann dieses Item noch gegen dieses Item austauschen und da funktioniert das Item ganz gut und da ist das wiederum ganz cool und also ein Scheiß. Aber ganz im Ernst, das gibt es bei Ari halt nicht. Bei Ari gibt es so gut wie keinerlei verschiedene Arten und Weisen, mit den Item-Builds umzugehen. Es ist auch sehr schwer, mit Ari ein anderes Item-Build sich irgendwie zu bauen oder so. Das ist, ich würde jetzt schon fast sagen, fast unmöglich. Ja. Einfach nur aus dem riesigen Grund heraus, dass ihr genau diese Items braucht. Es ist... Ich habe Aris gesehen mit dem Stab der Zeitalter. Ich habe Aris gesehen mit... Was weiß ich, Leute. Wie gesagt, mit der Träne, mit... Wie heißt das andere Scheiß-Item, was ich gerade vergesse? Mit dem Lifesteal. Wille der Uralten. Und all so ein Scheiß. Leute, nein. No go. Und übrigens, wenn ihr euch den Blue Buff macht, oder wenn ihr beim Blue Buff geholfen kriegt oder sonst was, niemals, unter keinen Umständen, benutzt den Charm. Denn wenn ihr den Charm benutzt, ist es so, dass der Blue Buff oder generell jedes Jungle Monster, bis auf Drache und Nashor, weil die davon ja nicht beeinflusst werden, die verlieren die Aggro und resetten sich damit. Und das ist halt ein bisschen
bisschen heikel. Deswegen, Leute, ganz, ganz doof. Na, 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 na. Ein Turm des roten Teams wurde zerstört. 10 zu 4. 2 zu 1 Tower. 5000 Gold Vorsprung. 4-0 für unsere Vayne. 2-1-2 für uns. Ihr habt gesehen, 1 gegen 1. Wenn ihr euren Taunt trefft, also euren E, wird halt gerne als Taunt bezeichnet, dann ist Ende. Das fand ich jetzt auch so süß von dem Timo. Der macht halt noch überhaupt keinen Damage, ja, und versucht hier irgendwie gegen den Alistair irgendwas zu machen. Aus dem Charm raus. Dreck. Ganz doof. Jawohl. Und Timo kommt zurück. Keine Chance. Keine Chance. 12 zu 5. 6000 Gold Vorsprung. 7000 Gold Vorsprung. Und wir stehen 3-1-3. Hatten wir das nicht im letzten Spiel auch mit Kassadin? Nicht mit Kassadin. Mit Malzahar. Das Einzige, was mir gerade einfällt, wo ich ja gerade so am Ragen war, von wegen den Item-Bild. Das Einzige, was man tauschen kann, ist, ob ihr erst Sonjas oder erst Rabadons euch kauft. Das kann man tauschen. Das kann man machen, wie man will. Ich glaube, in diesem Spiel gehe ich zuerst auf Sonjas und dann auf Rabadons. Aber ansonsten, Leute, es gibt so gut wie keinerlei Unterschiede, / andere Items, die man benutzen könnte. Und viele Leute verstehen es nicht. Die gehen dann und sagen, ja, das funktioniert ja auch. Oder ja, das mache ich ja so, weil ist cooler und so, ja. Das Problem dabei ist, es bringt euch nichts, dass es cooler ist. Es bringt euch nichts, dass es besser aussieht. Aber der Damage, den ihr macht, ist halt, der ist so um so viel geringer. Und dieses geringere ist halt wirklich, ihr könnt es euch mit Ahri nicht leisten, zweitklassige Items zu kaufen. Ja, das könnt ihr euch einfach nicht leisten. Ihr braucht die besten Items, die es gibt. Weil ihr halt wirklich, die Skalierung von Ahri ist in meinen Augen ziemlich am Arsch. Ja? Hier, ihr seht, ihr habt 200 AP und hier gehen nur 66 rein. Hier gehen 81 rein, hier gehen 71 rein, die Ulti gehen 78. Unter 50% alles von Ahri. Alles. Und deswegen könnt ihr es euch nicht leisten, weniger AP zu haben. Ihr könnt es euch nicht leisten, auf irgendein Item der Rüstungsdurchdringung zu verzichten. Ihr spielt Glaskanone, ja, aber die braucht ihr. Ihr habt kaum eine andere Chance. Klingt jetzt hart, klingt doof, vor allem, weil man ja eigentlich immer sagt, man kann in League of Legends jeden Champion spielen, wie man möchte. Aber bei Ahri ist das so eine kleine Ausnahme. Klar, es gibt auch für Ahri Trollbuild, ja. Sowas wie AD Ahri oder so. Das gibt's auch. Aber nee. Einfach nee. Einfach nee. Das ist einfach doof, wenn ihr sowas macht. Und jetzt könnt ihr gleich zum Beispiel den Burst sehen, den eine Ahri gut raushauen kann. Oder? Ne, ich glaube, ich hau ab. Ja, ich hau ab. Weil ich nicht genau wusste, wie viele da sind. Wobei ich mir dann gedacht habe, Also Fiora hat ja schon ein bisschen Leben hier. Ja. Das gebe ich ja offen und ehrlich gerne zu. Aber jetzt seht ihr gleich, was ein Q anrichten kann. Wenn er den voll treffen würde. Ups. Genauso gehe ich mit Ahri, wenn ich die Ulti nicht habe, nicht Tower diven.
Ich nutze sehr selten meinen Flash, um aggressiv vorzugehen. Meistens nur, um defensiv vorzugehen. Weil für die Aggressivität nutze ich halt lieber die Ulti. Und, boah. Wie gesagt, ich bin jetzt auf dem Weg zum Rabadons. Ich weiß nicht, wie viel Geld habe ich. 514. 800. Nicht mal annähernd genug Geld. Aber sowohl ich als auch die Vayne sind mittlerweile gut gefeedet. Taunt daneben gesetzt. Aua. Pings. Leute, hört auf mit den Drecks-Pings. Unten ist Farm. Farm, Farm, Farm. Das ist übrigens die Sache, die ihr braucht. Wenn ihr mit Ari, wie ich jetzt zum Beispiel, nicht unbedingt die meisten Kills kriegt. Gut, 5 Kills ist jetzt nicht schlecht. Ja. Oh, Leute. Dennoch ist es so, wenn ihr mit Ari jetzt nicht unbedingt die meisten Kills kriegt, dann solltet ihr euch auf den Farm konzentrieren. Wir haben den Drachen getötet. Ich müsste jetzt gleich weggehen. Ah ne, ich wollte jetzt Richtung Blue buffen, dann back. Aber da haben die Gegner surrendert. Keine Ahnung warum. 1500 Gold Vorsprung, 1400 etwa. Und 19 zu 6. Eine gefeedete Ari, eine gefeedete Vayne, selbst gefeedeter Blitzcrank, selbst ein gefeedeter Pantheon, selbst unser Supporter Alistair hat einen Kill. Keine Ahnung, wie die Gegner surrendert haben nach 20 Minuten. Nein, Spaß. Gut, ansonsten, wie gesehen, ihr habt gesehen, wie ich mit Ari starte, halt mit Dorans Ring und zwei Heal-Tränken. Danach hole ich mir noch einen Dorans und Einserschuhe, wenn es geht. Gehe dann auf, entweder wenn ihr auf die Rabadons geht, kauft ihr euch diesen gelben Stab hier. Das Ding hier. Den Zauberstab. Und baut euch dann die Schuhe aus. Oder wenn ihr auf Sonjas gehen wollt, holt ihr euch die Armschienen und baut dann die Schuhe aus. Geht dann eben auf dieses große Item im Sinne von Rabadons oder hier Sonjas. Wechselt dann, holt dann das andere Item. Also die beiden Items sind die beiden variablen Items, sage ich mal. Nachdem ihr diese beiden großen Items, diese großen AP-Items habt, sollt ihr euch ein Rylais Kristallzepter kaufen, damit ihr ein bisschen Leben drin habt, damit ihr mit den Slow drin habt. Ist richtig gut. Also ist richtig gut auf Ari. Und für die letzten beiden Items empfehle ich Durchdringungs-Items. Das bedeutet einmal Höllenzepter. Weil ihr immer relativ nah am Gegner steht, um die Fights zu starten. Und als zweites empfehle ich dann den leeren Stab. Auch hier ist die Item-Reihenfolge relativ egal. Ich hole mir meistens erst das Höllenzepter und dann den leeren Stab. Einfach nur, weil ich die Magieresistenz auf dem Höllenzepter auch noch gerne mitnehme. Schuhverzauberung, Homeguards, keine anderen Items. Bitte, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Blacksail. Ciao, ciao.